Also ich denke, dass man die Rolle von Kunst und auch Kultur und auch kultureller Bildung gar nicht hoch genug hängen kann, wenn wir über Demokratie und eine offene Gesellschaft sprechen. Weil ich gehe davon ein Bildungsverständnis aus, was postkolonial informiert ist, also von Gayatri Spivak, die sagt, eigentlich haben wir nur eine Möglichkeit, einer globalisierten Welt etwas entgegenzusetzen, also der gewaltvollen Förmigkeit einer globalisierten Welt etwas entgegenzusetzen. Und das wäre die Beschäftigung und mit den Geisteswissenschaften. Und darunter zählt schon auch Kunst und Kultur. Wir dürfen dabei natürlich nicht den Fehler machen, und Kunst und Kultur als etwas Harmloses zu bezeichnen. Das ist schon etwas, was auch gewaltförmig sein kann und auch war. Das wissen wir zum Beispiel auch von der Kolonialzeit. Aber es ist auch gleichzeitig ein Gegengift. Also es ist auch eine Möglichkeit, Gesellschaft noch mal anders zu imaginieren, Normen vielleicht auch zu überschreiten oder zumindest zu durchdenken. Insoweit finde ich die Rolle von Kunst und Kultur sehr wichtig. Und zwar auch in diesem Janusköpfigkeit von der einen Seite die Freiheit der Äußerung und gleichzeitig auch die Begrenztheit und Gewaltförmigkeit von einigen Äußerungen.